Speller gebracht. Schon die neuen Schankmädel gesehen? Nein. Oh. Lohnt es sich denn? Hey, und wie? Alles dralle Vibes gelaut. Das ewige Feuer! Ich sollte nicht mehr herkommen. Warum denn? Auch wenn Eisvogel. Woher kommt der Name? Das war Meister Ritter Sporns Poesie. Der Eisvogel putzte sich prächtig heraus, fiel in die Latrine. Das Märchen ist aus. Kennst du das nicht? Doch. Und auch das über Prinzessin Annie ertrunken im Fluss Fanny. Jedenfalls sind Poeten und Freunde der Literatur im Eisvogel besonders willkommen. Die größten Literaten der Gegenwart treten hier auf. Was gibt's denn heute? Bis dann. Was kann ich für dich? Ich suche einen Mitspieler für eine Partie Gwind. Dann bist du hier richtig, mein Freund. Wenn du sofort spielst, setze ich die einzigartige Karte aus meiner Sammlung. Sicher, spielen wir.
Ich hätte die Hand ja anders gespielt, aber das ist nur meine Meinung. Die Spione des Kaisers hatten die Wahrheit gesagt. Ciri war in Novigrad eingetroffen. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber Geralt hatte zuverlässige Freunde. Er beschloss, sich an Triss Merigold zu wenden. Was kann ich für dich? Ich suche einen Mitspieler für eine Partie Gwind. Dann bist du hier richtig. Sicher. Mir fehlt die Berührung einer Frau. Hast gewonnen. Die Karte ist dein. Hammel. Thank you.
Mann, hab ich gestern gesumpft. Mein Kopf fühlt sich an wie voller Sauerkraut. Willst du machen, werter Herr? Das ewige Feuer sei mit dir. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Was kann ich für dich tun? Wie läuft das Geschäft? Mehr fällt dir nicht ein? Fragst du einen Fischer, ob sie beißen? Oder eine Alte, ob sie gesund ist? Das Geschäft läuft hervorragend. Der Krieg wirft Profit ab, wenn man weiß wie. Nilfgaard war noch gar nicht über den Ponta, da wurde ich schon mit versicherten Holz- und Eisenlieferungen aus Kovie beauftragt. Ich habe meine Investitionen versiebenfacht. Nett. Sollte man meinen. Aber da sind noch die Kopfsteuer für Anderlinge, der Kirchenzehnt, Kriegssteuern und meine Ausgaben. Zieht man alles ab, bleibt nur noch ein Almosen übrig. Höchstens ein Dutzend Kisten. Ich brauche Geld. Ich muss wohl einen Kredit aufnehmen. Natürlich. Ich leite gleich alles in die Wege. Einfach so? Herrin Jennifer von Wengerberg hat sich vor langer Zeit als deine Bürgin erklärt. Sollte das jemals notwendig werden. Außerdem haben wir erprobte Methoden, um Schulden einzutreiben. Feuertaufe, weißt du, was das ist? Was kann ich für dich tun? Ich will meinen Kredit zurückzahlen. Wunderbar. Jetzt. Du spielst doch... Oh, na sicher, weil ich ein Zwerg bin, nicht wahr? Glaubst du auch, dass ich jeden einzelnen beschissenen Zwerg persönlich kenne? Und abends den Minenschacht in meinem Keller weiter ausbuddle? Also, spielst du oder nicht? Ja, tue ich. Also spielen wir. Um eine einzigartige Karte vielleicht? Warum nicht? Thank you.
Ich kann mich nicht entsinnen, wann ich zuletzt so zerlegt wurde. Die Karte gehört dir. Du hast dein Bestes versucht. Sag, wer könnte noch lohnende Karten haben? Da ist zum Beispiel die Marquis Serenity. Sie gibt nicht an damit, aber sie hat eins der besten Blätter der Stadt und kann verflucht gut damit umgehen. Ich weiß, wovon ich rede. Versucht man, übers Meer zurückzureisen, sind ja diese verfluchten Wandlerabschaum. Tanz? Von wegen. Möchte wissen, was sie dafür kriegt, sich so schamlos zu verbiegen. Ah. Mehr als unsere Angestellten. Das du bist von der vulgären Sorte. Wahrhaftig. Das sehe ich dir und an. Die leisten ehrliche Arbeit, statt mit den Hintern vor anderer Leute Nase zu wackeln. Wenn sie noch stärker zappelt, hüpfen ihr die Titten aus dem Kleid. Hat sie gar keinen Anstand? Ja. Bis dann. Die Schwarzen? Der Daniel? Hatte Glück bei den Rennen und hält sich jetzt für einen Adel. Gut. Dieser Wucherer zahlt ja auch immer weniger Zinsen. Was soll ich glauben? Ach, fallende Zinsen stören mich nicht. Die drohende Inflation auch. Oh. Ja, da investiert man sein Vermögen besser in Immobilien. Heute bringt ein Blut mehr ein als eine Villa vor einem Jahr. Hauptsache, sie bezahlen und schlagen. Hast du viel bezahlt? War es das wert, den... Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Dann hat die Belegschaft sich seitdem nicht verändert? Natürlich hat sie das. In diesem Geschäft ist das normal. Bollaberta hat einen Kaufmann geheiratet, Ella hat sich selbstständig gemacht und Cerise findest du sicher betend im Tempel. Ich bin die Einzige, die noch da ist. Und? Soll ich die Mädchen rufen? Aber vergiss nicht, das hier ist ein anständiges Etablissement. Lass deine Hände vorerst bei dir. Unsere Mädchen haben gute Manieren. Worüber sie sich unterhalten, ziemlich beängstigend. Eigentlich will ich nur was kaufen. Ich wüsste gern, ob du Gwind spielst. Sicher. Natürlich nur um hohe Einsätze. Ohne Risiko wäre das Spiel überaus langweilig.
Wie wär's mit einer Partie? Aber ja, spielen wir. Ich verstehe nicht, wie ich verlieren konnte. Diese Karte gehört wohl dir. Kennst du noch andere Spieler, die um seltene Karten spielen? In Novigrad ist die Sammlung von Sigi Reuven berühmt. Den solltest du herausfordern. Suchst du was Besonderes? Schlangenauge.
Auge. Hast du auch nur Schwierigkeiten? Es gibt keinen verdammten Anschlag. Ich hab was schon wieder. Ich hab dich im Blick, Weißer. Es gibt keinen verdammten Anstand in dieser Welt. Kann nicht atmen. Suchst du was Besonderes? Ja. Ich habe gehört, hier geht es um hohe Einsätze. Zunächst brauchen wir die richtigen Effekte. Werfen wir einen Blick auf die Karten, nicht? Dachte ich doch. Kommen wir mit besseren Karten wieder, hä? Und mit 1000 Kronen für den Einkauf. Es... Für ein Gläschen Glamour. Suchst du was Besonderes? Wir verneigen uns im Gebet vor dem ewigen Feuer, dem Herrn und Beschützer unserer Stadt. Nur der standhafte Glaube in die Macht dieser Flamme. Pass auf, wo du hintrittst! Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Eine Million Schulden? Da bist du ja. Hast du Lust auf eine...
Da bist du, Yavi. Hast du Lust auf eine Partie? Einen schönen Tag zu kriegen. Komm näher! Nicht so zurückhaltend! Diese Jugend hört sich. Brauchst du etwas, Meister? Willkommen, willkommen! Was hast du denn da? Bis dann. Du genießt den Respekt der Straße, Hexer. Zauberin. Hey, schieb ab! Wir plündern hier! Ich zähle bis drei, dann seid ihr weg. Eins. Hörst du? Zwei. Sowas glaubt, er kann uns einschüchtern. Drei. Oh,
verfluchter Bastard! Reißt euch zusammen, Jungs! Jetzt alle gemeinsam! Tötet den Bastard! Du verfluchter Bastard! Nein, bitte aufhören! Wo ist die Zauberin, die hier gewohnt hat? Versteckt sich bestimmt mit ihresgleichen in einem Rattenloch. Vor wem versteckt sie sich? Die Tempelwache greift durch. Alle Magier sind vogelfrei. Sie machen sie nieder wie Ratten. Irgendjemand muss doch mehr wissen. Ich würde in der stinkenden Hecke nach ihr suchen. Stinkende Hecke. Interessanter Name. Ein Hort des Abschaums und der Sonderlinge. Kein ehrbarer Mensch würde sich dort herumtreiben. Und darum soll ich gerade da nach meiner Freundin suchen? War nicht so gemeint. Stinkende Hecke? Wo ist denn die? Weiß ich doch nicht. Angeblich ist die was für Mutanten und Abartige. Da würdest du gut reinpassen. Mag sein. Trotzdem muss ich wissen, wie ich hinkomme. Angeblich kommt man durch die Kanalisation hin, aber die kann man nur außerhalb der Stadt betreten. Fast niemand weiß, wo genau. Frag einen Bettler oder such dir einen Dieb und geh ihm nach. Bettler und Diebe zollen dem Bettlerkönig Tribut. Angeblich in der stinkenden Hecke. Die Bettler hier haben einen König? Mit Krone, Zepter und allem? Mach dich nicht lustig, Mann. Bettlerkönig ist nur ein Spitzname. Für einen Mann, den jeder in Novigrad respektiert. Aber pass bloß auf, nicht mal Menge wagt sich dorthin. Man ruft nach mir. Warum nur? Es ist Menge. Und die Tempelwache. In die Beichtkammer mit dem Diebesgewürm. Aber Herr, warum denn? Das ist bloß der Laden einer Hexenhure. Und das gibt euch das Recht, ihr Eigentum zu stehlen? Aber Magier aller Arten sind doch vogelfrei. Doch ihre Habe gehört nach dem Gesetz der Tempelwache. Und in Novigrad gilt das Gesetz noch. Wusstest du, dass Fledermäuse Motten meilenweit wittern können? Das hat nichts mit ihrem Geruchssinn zu tun. Es geht um ihr Gehör. Sieh an, du kennst dich gut aus. Ich dachte, du interessierst dich nur für Monster. Wie Fledermäuse die Motten, so erspüre ich Missgeburten und warne sie. Novigrad ist kein Ort für sie. Ich habe nichts Falsches getan. Aber du wirst es. Früher oder später machen deinesgleichen immer Ärger. Und diese Stadt wird von mir geschützt. Von mir und dem ewigen Feuer. Noch kann ich nichts unternehmen, aber ich weiß, dass du hier bist. Ein falscher Schritt, ein Fehler. Du wirst schon was falsch machen. Das ist unvermeidlich. Ich höre das als Erster. Und dann passiert das, was mit allem magischen Gesocks passiert, das die Luft dieser Stadt verunreinigt. Wir sehen uns. So eine habe ich nur Triss benutzen sehen.
Kräuter. Wurzeln. Ist Triss jetzt Heilerin? Amulette, die Magie abgeben, müssen Triss gehören, wegen ihrer Trankallergie. Die Rose der Erinnerung, ganz vertrocknet. Von Triss. Gar nicht ihre Art, sie einfach auf den Boden zu werfen. Verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck. Ich wurde ausgeraubt. Dieb! Baba. Verdammt. Schon wieder verraubt. Und dann... eine beliebig hohe Abgabe an Redanien, oder? Kaufen oder nicht? Exil? Das ist teuflisch! Vorsichtiger als ich dachte. Nicht zu nah ran. Haltet den Dieb! Fass mich bloß nicht an! La 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 la. Herr, hab Gnade! Gib mir eine Krone! Meine Mutter ist krank. Wenn sie nichts zu essen kriegt, verhungert sie! Hier. Danke, barmherziger Mann. Willst du meine Geschichte hören? Ein andermal. Ich bin in Eile. Ist im Eisvogel. Das hält mindestens 2 Tage vor. Man muss sich an eine gute Stelle drängeln, wenn sie die Reste rauswerfen. Ach, diese hübschen Vögelchen, die hier vorbeiflattern. Titten wie pralle Blasebälge, die betteln drum, geknetet zu werden. Ach, Fabian, dieses Weibern hier ist ungesund. Werden wir eine Entschädigung für die Investitionen in Temerien erhalten, die jetzt verloren sind? Darüber haben wir schon gesprochen. Was ist nochmal mit Foltest passiert? Das
rettet uns vor dem Bösen! Magier, Mutanten, Frevler, Kobolde. Pah! Noch mehr Treibgut aus Temerien. Weitergehen! Deine schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung des ewigen Feuers. Gibt es ein Land, wo ich mehr von deiner Art finden kann? Du bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich dir an. Ein guter Tag für Geschäfte. Aufmachen! Wer bist du und was willst du? Ich sehe mir die Stadt an und bin neugierig, was hinter diesem Tor ist. Mein Schwager war neugierig. Sieht die Blümchen seit 5 Jahren von unten. Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für Lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ich kenne die Losung nicht. Dann Geld her. Ich zahle nicht. Lass mich rein. Ja, Herr. Was hast du anzubieten? Ich will Karten spielen.
Mhm.